Hallo, ich bin Song Min-ju. Ich bin ein koreanischer Komponist und ich habe in Graz studiert. Nach meinem Universitätsabschluss in Korea wollte ich in Europa weiter studieren. Und obwohl es viele Universitäten in Europa gibt, die Entscheidung war einfach. Ich habe gedacht, es wäre am besten, wenn ich in Graz studieren würde. Also habe ich sofort eine Wohnung gesucht, um in Graz zu wohnen. Wenn ich auf meine 6 Jahre in Graz zurückblicke, habe ich eine gute Entscheidung getroffen, finde ich. Österreich hat die jahrhundertealte Tradition der klassischen Musik geerbt und verfügt immer noch über das beste musikalische Umfeld. In meinen beiden Masterstudiengängen an der Kunst-Uni Graz konnte ich eine hervorragende Ausbildung beim Professor Klaus Lang erhalten und zum Glück habe ich viele musikalische Karrieren geschaffen. Die Fakultät, die Studenten, der Lehrplan und das musikalische Umfeld an der Kunst-Uni Graz waren unglaublich gut. Weil ich in einem so guten Umfeld studieren konnte, konnte ich den Musikförderungspreis der Stadt Graz gewinnen, wurde mehrmals zu Radiosendern wie dem ORF Ö1 eingeladen und habe mehr als 100 Konzerte in verschiedenen Städten gegeben. Die Musik, die ich komponiere, ist zeitgenössische Musik. Es ist aus klassischer Musik stammen, aber noch abstrakter und experimenteller und man kann sagen, dass sie ausdrucksvoller ist als traditioneller Stil.
Als Masterstudent habe ich als Direktor des Internationalen Festivals für zeitgenössische Musik gearbeitet. Das Festival wurde von der österreichischen Botschaft in Korea und AVR Cultural Foundation gesponsert. Und österreichische Künstler und Komponist und Musiker nach Korea eingeladen und einige Konzerte und Workshops in Verbindung mit der Seoul National University in Korea veranstaltet. Komponisten aus verschiedenen Ländern haben auf verschiedene Weise teilgenommen. Also das österreichische Umfeld mit seiner vielfältigen künstlerischen Unterstützung ist sehr beeindruckend. Ich wohne jetzt in Korea. Ich arbeite auch als Direktor eines Ensembles für zeitgenössische Musik in Korea und war das erste koreanische Ensemble, das im Ö1 Radio ausgestrahlt wurde. Es gibt noch viele Verbindungen zu Österreich. Das ist meine Improvisation. Es ist nicht im Voraus geplant. Es geht darum, gleichzeitig zu spielen und zu komponieren. Das vor mir ist mein Gemälde und ich spiele damit, also die von der Idee des Gemäldes durch Musik verbunden ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
Thank you.